Von Kant zu McCormack. Herzlich willkommen zum zweiten Teil. Heute geht es um Karl Barth. Ich hatte ja in der ersten Folge davon erzählt, was Immanuel Kant für eine Wende in das abendländische Denken hineinbringt, nämlich, dass er sagt, die Dinge an sich, geschweige denn Gott an sich, sind für die reine Vernunft eigentlich nicht erkennbar, sondern das, was wir von den Dingen erkennen, ist ihre Erscheinung, und in dem Sinn lässt sich vor allem eben über Gott, also diesen klassischen Gegenstand der Metaphysik, inhaltlich nichts aussagen. Und dann habe ich von Schleiermacher, von Hegel und von Feuerbach erzählt, wie sie im Gegensatz zu Kant versucht haben zu zeigen, dass Rede von Gott, dass etwas über Gott inhaltlich zu sagen, eben doch möglich ist, auf ihre jeweils ganz eigene Art und Weise. Ich habe am Ende des Videos dann erzählt, dass am Anfang des 20. Jahrhunderts ein großer, wichtiger Theologe in Erscheinung treten wird, der etwas ganz anderes sagen wird als diese drei Vertreter des Idealismus. Und das ist Karl Barth. Karl Barth ist am Ende des 19. Jahrhunderts geboren und ist dann zu Beginn des 20. Jahrhunderts Theologiestudent geworden, zunächst in der Schweiz, dann in Deutschland, und war ganz stark, wie die meisten, könnte man sagen, damals, eben von sozusagen der idealistischen Denkweise geprägt. Also für Barth in den 1910er Jahren war das zunächst selbstverständlich, dass man eben gegenüber Kant daran festhält, dass eben beispielsweise mit Schleiermacher gesprochen, in der Analyse des Gefühls der schlechthändigen Abhängigkeit inhaltliche Aussagen über Gott möglich sind. So ist das Theologiestudium von Karl Barth geprägt, und an einem gewichtigen Punkt kommt diese Prägung ins Wanken. Karl Barth stellt nämlich im Verlauf des Ersten Weltkrieges fest, als er schon Pfarrer in Savonwil in der Schweiz war, dass ausnahmslos alle seiner vom Idealismus geprägten Hochschullehrer für den Ersten Weltkrieg begeistert waren. Viele gingen sogar so weit zu sagen, dass das deutsche Volk sozusagen mit dem Kriegseintritt und sozusagen mit den Zielen, die sie in diesem Ersten Weltkrieg verfolgen, eine Art göttlichen Zweck verfolgen. Also sie sind eben gegenüber Kant nicht nur so weit gegangen, dass sie sagen, es lässt sich unter gewissen Umständen mit Schleiermacher, mit Hegel etc. inhaltlich etwas über Gott, seine Trinität, den Sohn Jesus Christus, den Heiligen Geist sagen. Nein, sie sind so weit gegangen zu sagen, dass so ein innerweltliches Geschehen mit so verheerenden Folgen für die ganze Welt, wie eben ein Weltkrieg, was Deutschland betrifft, von Gott vielleicht gewollt, aber in jedem Fall begleitet wird, und dass das deutsche Volk hier einen göttlichen Zweck sicherlich auch mitverfolgt. Und das war so ein Schlüsselmoment für Karl Barth in seinem Verhältnis zu dieser idealistischen Philosophie-Theologie. Denn er sagte, wenn diese Theologie, die sozusagen von etwas Innerweltlichem wie dem Gefühl der schlechthändigen Abhängigkeit oder der Analyse des menschlichen Denkens ausgehend so etwas Verheerendes wie einen Weltkrieg dem göttlichen Willen zuschreibt,
dann ist eigentlich diese idealistische Philosophie-Theologie bankrott. Denn das kann ja nun nicht sein, dass der Gott, der Vater Jesu Christi, Jesus Christus selbst, einen Krieg will. Und an diesem Punkt beginnt Barth sich in Anführungsstrichen neu zu orientieren. Er beginnt damit sehr, sehr viel in der Bibel zu lesen. Eigenartig für einen Pfarrer, dass er sozusagen erst nach seinem Studium und nach ein paar Gemeindepfarramtsjahren nochmal neu beginnt, die Bibel zu lesen. Aber so ist es. Und sozusagen in dieser Lektüre, vor allem der Evangelien und der Briefe des Apostels Paulus, kommt er irgendwann zu dem Punkt, der so zu formulieren ist, etwas vereinfacht: Kant hat recht. Der Idealismus hat nicht recht. Der Mensch kann von sich aus keine inhaltliche Aussage über Gott machen. Und wenn er versucht, eine inhaltliche Aussage über Gott und das, was Gott mit dieser Welt vorhat, zu tun, dann endet das mehr oder weniger notwendig in Aussagen wie derjenigen seiner Hochschullehrer, dass nämlich Gott einen Weltkrieg möchte. Damit, sagt Barth, muss Schluss sein. Wir müssen anerkennen, dass der Mensch, so wie Kant es gesagt hat, von sich aus nichts über Gott sagen kann, wenn wir nicht in solche verheerenden Urteile wie seine Hochschullehrer uns verfangen wollen. Das Resultat seiner Bibellektüre ist eines der berühmtesten Bücher des 20. Jahrhunderts. Ich will jetzt keine Vergleiche anstellen. Es ist der Römerbrief-Kommentar von Karl Barth, verkürzt eigentlich immer nur der Römerbrief genannt. Dieser Römerbrief erscheint im Jahr 1919 zuerst und dann in der zweiten überarbeiteten, konzentrierteren und viel wirkmächtigeren zweiten Auflage 1922. Ich habe diese zweite Auflage, wird bis heute aufgelegt, in der wievieltesten Auflage. Ein ganz berühmtes Buch. Und in diesem Buch kommentiert Karl Barth den Römerbrief und also den Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom. Und er geht durch diesen Brief hindurch, immer eben unter dieser Maßgabe seiner neuen Entdeckung, dass eben der Mensch von sich aus nichts über Gott sagen kann. Und so legt er die verschiedenen Themen, die der Römerbrief behandelt, aus. Und entscheidende sozusagen zweite Entdeckung, die ihm die Bibellektüre ermöglicht, ist, dass der Mensch zwar von sich aus nichts über Gott sagen kann, dass Gott aber selber einmal etwas über sich gesagt hat. Das heißt, Kant hat recht, aber Kant hat sozusagen nur die Hälfte des Bildes gesehen. Kant hat recht, die menschliche Vernunft kann und soll vor allem über Gott nichts sagen. Aber die menschliche Vernunft soll bitteschön auch wahrnehmen, dass Gott selber einmal etwas über sich gesagt hat. Nämlich in dem Moment, wo Jesus Christus am Kreuz stirbt und das Licht des Ostermorgens sozusagen schon hinter Golgatha auf dieses Kreuz scheint. In diesem Moment der Geschichte, also
in dem Bereich, der laut Kant für die Vernunft wahrnehmbar ist, hat Gott einmal eindeutig etwas über sich gesagt. Nämlich, dass er der Gott ist, der für die Menschen sich so hingibt, dass er sogar den Tod am Kreuz auf sich nimmt. Das ist für Barth in diesem Stadium seiner Theologie noch nicht hundertprozentig nachvollziehbar, aber faktisch da. Diese Selbstaussage Gottes über sich, dass er der Gott ist, der sich den Menschen hingeben will bis zum Kreuz. Diese sozusagen Selbstaussage Gottes gibt es. Das heißt, Gott hat einmal in der Geschichte mit Sicherheit die menschliche Unfähigkeit, ihn zu erkennen, überwunden und uns gezeigt, wer er ist. Das heißt, im Blick auf das Kreuz, auf den sterbenden Jesus am Kreuz, lässt sich zumindest diese inhaltliche Aussage über Gott machen. Das ist also Karl Barths Abschied vom idealistischen Denken. Der Römerbrief hat eingeschlagen wie eine Bombe und deswegen bekommt Karl Barth, obwohl er nie einen Doktortitel zum Beispiel erhalten hat, in Göttingen eine Professur. Eine Professur für reformierte Theologie. Er ist ja Schweizer, also ist er reformierter Theologe. Und von Göttingen geht er dann, weil die Lutheraner mit ihm in Göttingen sehr hart umgegangen sind, nach Münster. Dort hat er ganz engen Kontakt mit katholischen Theologen, vor allem mit Erich Pschivara, einem Jesuiten. Und dann geht er nach Bonn. Und im Jahr 1933 kommt so eine Art Déjà-vu. Nämlich, dass die Regierung von ihm verlangt, einen Eid auf Adolf Hitler zu leisten. Und sozusagen dieses, in diesem Schicksal des deutschen Volkes, so wie Adolf Hitler das ja selber von sich behauptet hat, zeigt sich so etwas wie ein Schicksal, sowas wie göttlicher Wille. Und hier bleibt Karl Barth sich treu und sagt, hier zeigt sich überhaupt nicht göttlicher Wille, denn das, was Adolf Hitler sagt und tut, hat nichts damit zu tun, was Gott über sich am Kreuz gesagt hat. Hier ist keine Hingabe gegenüber dem anderen, hier ist keine Liebe bis zum Tod, sondern das, wofür der Nationalsozialismus eben steht. Und weil er den Eid auf Hitler verweigert, muss er in die Schweiz emigrieren und bekommt da bis zu seinem Lebensende einen Lehrstuhl in Basel. Diese Entdeckung, dass aber am Kreuz etwas stattgefunden hat, was uns eine Aussage über Gott ermöglicht, lässt Barth Zeit seines Lebens nicht mehr los. Und das Ergebnis ist hier zu sehen. Das ist ein Band der sogenannten kirchlichen Dogmatik von Karl Barth. Die hat hier schon drei Bände und hier nochmal mindestens 8. Also das ist eine Regallänge. Diese kirchliche Dogmatik kreist immer wieder durch die verschiedenen theologischen Lehrinhalte hindurch, also die sozusagen das Vorwort zur Theologie, die Gotteslehre, die Schöpfungslehre, die Versöhnungslehre, bis hin die Erlösungslehre hat er nicht mehr geschrieben, dreht es sich immer wieder darum, dass Gott in Jesus Christus ja einmal etwas sicher sozusagen zu Beobachtendes gesagt hat. Und deswegen entwickelt Karl Barth im Gegensatz zu vielen idealistischen Entwürfen des eben 19. Jahrhunderts und den Jahrhunderten zuvor eine ganz auf das Kreuz und auf Ostern hin konzentrierte Theologie. Das heißt, alles, was in der Theologie sozusagen ausgeführt werden muss, muss immer von
sozusagen diesem sterbenden Jesus am Kreuz ausgedacht werden. Und ein ganz prominentes Beispiel, ich komme langsam zum Schluss, dieser ganz auf Jesus Christus konzentrierten Theologie, man sagt auch christozentrischen Theologie, ist Karl Barths Neuinterpretation der reformierten Prädestinationslehre. Diese Prädestinationslehre, das werden viele von euch vielleicht durch deren Analyse durch Max Weber kennen. Das ist jetzt sehr vereinfacht gesprochen. Die Reformierten sehen mir das jetzt bitte nach. Geht davon aus, dass es einen ewigen sozusagen Willen Gottes gibt, dass eine Gruppe der Menschen eben sozusagen von ihm erwählt worden ist, eben zum Glauben findet und deswegen auch dann beim jüngsten Gericht gerettet werden. Und dementsprechend gibt es auch im ewigen Willen Gottes damit auch eine Gruppe von Menschen, die nicht erwählt werden, nicht zum Glauben finden und deswegen am Ende auch nicht sozusagen im jüngsten Gericht bestehen und eben verworfen werden. Es gibt eine erwählte Gruppe und eine verworfene Gruppe. Und Karl Barth sagt, wenn man diesen sterbenden Jesus am Kreuz sieht, wenn man am Kreuz bedenkt, dass Gott sich selbst bis zu diesem Kreuz, bis zu diesem Tod hingegeben hat, wenn Gott eben diese Hingabe zum Menschen, zur Welt ist, dann kann er ja nicht einen Teil, sich einem Teil der Menschheit nicht ganz hingeben. Und aus diesem Grund formuliert Karl Barth diese reformierte Lehre von der Erwählung und Verwerfung der Menschheit neu. Und er sagt, wenn wir auf das Kreuz schauen, auf Jesus Christus schauen, und wenn wir von Verwerfung und Erwählung eben als Reformierte reden müssen, dann können wir nur beim Kreuz, im Moment des Todes Jesu Christi, nur dort können und nur dort müssen wir von Erwählung und Verwerfung reden. Nämlich, wir müssen davon reden, dass Gott sich selbst dazu erwählt hat, die Verwerfung der Menschheit auf sich zu nehmen. Also nicht eine Gruppe von Menschen und eine andere Gruppe ist erwählt und die andere verworfen, sondern Jesus Christus ist der dazu Erwählte, derjenige, der dazu erwählt ist, die Verwerfung zu tragen. Nur in diesem Tod am Kreuz von Jesus Christus lässt sich laut Karl Barth von Verwerfung und Erwählung reden. Das ist ein ganz starkes Stück, was Karl Barth da macht, dass er eben sozusagen diese Erwählung und Verwerfung christozentrisch auslegt. Und eine Folge davon, die bis zum Ende dieser wahnsinnig langen kirchlichen Dogmatik dann in der Schwebe bleibt, ist, welche Bedeutung eben diese Erwählung, diese Selbsterwählung, die Selbstbestimmung Gottes zu diesem Schicksal am Kreuz für eine Rolle für Gott selbst spielt. Also sozusagen hat Gott sich irgendwann, weil die Menschheit eben zunehmend böse wurde, dazu entschieden, am Kreuz Erwählung und Verwerfung auf sich zu nehmen? Oder hat er sich in einer ganz ursprünglichen Art und Weise dazu entschieden, das heißt, gehört dieses Leiden am Kreuz, diese Hingabe am Kreuz zum Wesen Gottes? Also ist das der ganze Gott, der ganze Wille Gottes, was wir am Kreuz und am Ostermorgen bei der Auferstehung sehen? Das bleibt irgendwie in der Schwebe. Und diese Schwebe ist höchst produktiv für sozusagen die erste Generation
an Schülerinnen und Schülern von Karl Barth, ganz prominent der lutherische Theologe Eberhard Jüngel, den ich euch im nächsten Video vorstelle. Danke wieder fürs Einschalten. Ich freue mich sehr über euer Interesse und freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Bis bald!